What's up, Kumpel? In diesem Video werden wir über aktive und passive Sätze reden. Ja? Also active und passive sentences. Ja? Wir werden jetzt mal definieren, was ein aktiver Satz ist. Ja? Aktiv. Nein. So erstmal, wie eine aktive Form aussieht. Aktiv. Form. Oder aktiver Satz. Eine aktive Form. Okay. So. Dann nehme ich erstmal ein Beispiel, damit man es richtig versteht, worum es geht. Also so ein Beispiel wäre hier, Example. Dave plays. Oh, sorry. Okay, nehmen wir eine andere Farbe. Dave plays Soccer. Dave spielt Fußball, okay? So, was ist dann aktiv? Wie du hier gerade siehst, am besten werde ich so machen. Moment. Also, ich werde es am besten auseinander schreiben, damit man wirklich erklärt, wie das geht. Plays, dann Soccer. Okay. Da haben wir hier unser Subjekt, unser Verb und das ist hier das Objekt. Also in einem aktiven Satz, ja, ist der Subjekt hier aktiv. Das heißt, er führt die Aktion. Okay? Da kann man hier sagen, unser Subjekt führt die Aktion. Okay. Und das Objekt hier bekommt auf jeden Fall die Aktion. Oder ist irgendwie Opfer, ja? Bekommt die Aktion. Ist eigentlich passiv, ja? Okay. Und wenn ihr das richtig hört, hier geht es darum, dass es geht um was Dave hier tut. Ja? Die Frage wäre denn, wen spielt Fußball? Wer wäre denn Dave? Das heißt, unser Subjekt. Ja? Das könnte eine Frage sein. Who is playing or who plays soccer? Dave. Also, das heißt, die Frage hier, wenn du beim Aktiven seid, ja, beschäftigt bist, die Frage hier könnte sein, also ist, who? Ja, das ist die Frage, who plays soccer? Der. Deine Antwort ist dann Subjekt. Ein zweites Beispiel: Jazz cleans. Jazz cleans the car every Sunday. Okay, Jazz wäscht das Auto jeden Sonntag. Okay, da siehst du, wer wäscht das Auto jeden Sonntag? Jazz. Das ist hier auch wieder resumiert. Die Aktion hier führt. So, jetzt sehen wir, was eine passive Form ist. Okay, also passive Form. Passive Form. Dann nehmen wir wieder ein Beispiel, um besser zu verstehen. Example. Soccer is played by, und diese by kann man benutzen oder nicht. Man kann sagen, einfach sagen, Soccer is played, okay? Then by Dave. Dann siehst du jetzt, unser Subjekt ist doch hier, aber der führt die Aktion nicht. Ja? Die Aktion ist hier dieses Mal geführt von diesem Objekt. Also
also das ist hier unser Objekt, das Subjekt jetzt, ja, bekommt immer die Aktion, aber eine Aktion, die von der geführt wird. Das heißt, der hier bekommt immer wieder. Bekommt immer wieder die Aktion. Aber in diesem Fall ist Subjekt. Ja? Und der hier, Dave, das ist unser Subjekt ist für die Aktion, aber ist kein Subjekt. Okay. So, zweites Beispiel wäre denn the car, zum Beispiel, was wir vorher genommen haben. The car is washed or cleaned. Ja, hier clean genommen, ist cleaned. Wash wäre besser, damit wash jetzt so, wash a car, clean a car. Man würde sagen, clean a house, oder? Aber ist okay, du verstehst, was ich meine. The car is cleaned by Jazz. Okay. So, bevor wir mal weitermachen, muss ich jetzt mal ein bisschen Platz hier machen, indem ich das hier wegwische. So. So, okay. So, jetzt werden wir verstehen, wie dieser Passiv gebildet wird. Ja? Und wie du hier genau gesehen hast, du siehst hier, wir haben Present Perfect, Simple Present. Okay? Und wenn man anders will, wenn man von aktive, haben wir Simple Present. Und in Passivform haben wir Present Perfect. Und das ist wieder das gleiche da. Also, wie ist das gemacht? So, dann werden wir hier sagen, die Bildung. Okay. Also auf jeden Fall ein aktives Satz ist normal, ja. Subjekt, Verb, Subjekt, Prädikat oder Verb und Objekt. Das ist ganz gar keine Frage. Jetzt wollen wir wissen nur, wie aktiv gebildet ist aus einer, wie passiv gebildet ist, oder? Ja, aus einer aktiven Form. Okay, und dann schauen wir ein anderes Beispiel von aktiv oder wir können auch das gleiche nehmen. Hier sagen wir Dave. Okay, plays soccer. Dave plays soccer. Okay. So, jetzt, was wir machen werden, ist das. Ich muss noch hier. Was wir machen, ist, dass wir müssen identifizieren, ja, identifizieren. Unser Verb hier ist in Simple Present. Simple Present, das, was wir vorher gesagt haben. Simple Present. Okay? Also, das ist hier aktiv. Okay? Jetzt, um Passiv zu bilden, brauchen wir immer das Verb to be. Okay? Das Verb to be für Passiv. Und dieses Verb kommt in unseren Satz, wenn wir den tauschen, dann sagen wir erstmal Soccer. Okay. Dieses Verb to be kommt in unseren Satz und nimmt die Zeitformel, die hier steht, ja. Und die Zeitformel, die hier steht, ist Gegenwart. Also, to be in Gegenwart ist, ist. Ja. Wir werden ist. Okay, mal so. Okay, so. Ist. Ja. Also, nimm die Zeitformel, die da steht. Wir werden ist. Okay. Und diese Zeitform hier, wir haben hier Gegenwart. Die nimmt diese Zeitform und die hier ist in der dritten Form des Verbgeschubs. Die dritte Form von play ist played. Da haben wir hier ist played.
dann bei, diese bei habe ich gerade schon gesagt, kann man auch verändern, wissen ja, bei dem. Okay, nehmen wir ein anderes Beispiel mit anderen Verben. Ja. Erstmal machen wir ein bisschen Platz hier. So, und noch ein bisschen nach oben. So, ein zweites Beispiel, dann fangen wir wieder mit aktiv. So, hier, hier ist aktiv. Da haben wir hier James. James. Ja. Takes. Ich nehme erst, so ist okay. Takes the train. Ja, James nimmt den Zug oder fährt mit dem Zug. Also, das wäre aktiv. Jetzt gehen wir zu passiv. Wie ich vorher gesagt habe, dann brauchen wir diese CD rein. Also machen. Okay, to be, komm rein. Erstmal müssen wir die, unser Subjekt und Objekt tauschen. Da sagen wir, the train. The train. To be, diese Zeitform ist simple present. Okay. So wieder simple present. Okay. To be nimmt diese Zeitform. Also to be in Gegenwart, simple present, ist wieder is. Okay, und das hier, die dritte Form von take ist taken. Wer denn der ist taken? Und by James. Okay, jetzt nehmen wir etwas, ein anderes Verb, zum Beispiel, wenn wir es nochmal mit aktiv, Mom. Cooks dinner. Mama kocht Abendessen, ja, oder Abendbrot. Mama kocht Abendbrot und so. Unser Verb hier ist wieder in simple present. Und die passive Form dafür dazu werden. Natürlich muss be auch wieder rein. Man braucht das immer wieder. Und das wäre dann, dann tauschen wir Objekt, Subjekt und Objekt. Das wäre hier jetzt, pardon, dinner. Also, schon wieder, be nimmt die Zeitform, das wäre dann is, then, cooked. Eben hier cooked. Okay. By mom. Okay. Also wie du hier siehst, das hier haben wir Simple Present soweit gehabt. Ja. Jedes Mal, wenn du Simple Present hast, dann musst du ja den, habe ich nicht notiert hier, aber is played is present perfect. Okay, und das ist hier present perfect. Okay, genau das gleiche, present perfect. Und hier present perfect. Also, Moralität. Wenn, hier, wenn du aktiv bildest, nee, ein aktiv sagt, eine passiv sagt, Moment.
Also Moralität, wenn du Simple Present hast wenn du Simple Present in einem aktiven Satz hast, dann musst du ja natürlich beim Bildung von Passiv zur Simple Present, bei Bildung von Passiv, und dann musst du ja zur Present Perfect. Okay, das heißt hier, das hier wäre dann aktiv. Und wieder hier passiv. Okay. Also da sind wir soweit mit diesem Video. In dem nächsten Video werden wir also mehr über passiv und aktiv reden. Und dieses Mal werden wir Simple Past haben. Simple Past und weiter Past Perfect und sowas. Okay? So, danke fürs Zuschauen und bis später. Ciao.